Wir getroffen. Alles klar, dann kann man auch seinen Schaden machen. Er hat, wie gesagt, seine Parade nicht geschafft. Und dementsprechend schlägst du zu. Und dieses Mal spult nichts zurück. Du kannst sehen, wie du den Huf schlägst. Du teilst ihm zwei der ja, zwei Schuppenteile ab. Das ist halt irgendwie ein Zwei-Drei-Hufer. Also drei Hufe, die er da wohl hat. Zwei davon trennst du ihm ab. Und du siehst dann auch, wie, wenn du dich umblickst, bei dem anderen, bei dem mittleren, als auch bei dem alten Berenauten, diese Hufe fehlen. Das scheint die Lösung zu sein. Dieses Mal wird nicht zurückgespult, was auch immer du getan hast. Was machen die anderen Abelmiere um mich Die stechen herum? ebenso zu. Du siehst aber auch, dass ihre Angriffe ebenso zurückgespult werden. Und der Abelmir, der dich eben gerettet hat, der dich so ein bisschen weggezogen hat und dir die Chance gegeben hat, dem wird gerade auch wieder der Arm zerquetscht, klatscht gegen den Masten. Und während er seine Augen verdreht, kannst du ihn noch murmeln hören. Dann bricht er tot zusammen. Ich habe die ja auch die ganze Zeit an, irgendwie, deswegen, also, keine Ahnung, der ist ja weiterhin aktiv, oder? Du hast dich aber nicht auf ihn konzentriert. Wirf ihm eine Sinnschärfeprobe. Okay. Ausgezeichnet. Du fängst an zu analysieren. Wie gesagt, du siehst, dass sie miteinander verbunden sind, aber auch, dass die Zeit durch sie hindurchfließt. Und dass sie die Zeit beliebig 3 oder 3 Sekunden nach vorne und dann zurückspulen können. Sogar teilweise auch nach vorne spulen. Wenn du siehst, dass der Abel mir gerade aus der Parade fertig ist, plötzlich spult die Zeit nach vorne und der junge Jaranaut schlägt zu, obwohl er gerade selber wohl pariert hatte. Und plötzlich fehlt dann einfach der Kopf. Kann ich irgendwas Physisches tun, um ihn daran zu hindern? Außer ihn zu schlagen, aber das scheint ihn wenig zu kümmern, vermute ich. Ob er blutet oder Treffer kassiert, Du irgendwie. müsstest die Temporalmatrix um ihn herum kaputt machen. Ja, dazu braucht man eine Temporalbahn. Und das ist ein Zauber, der ist selbst bei unter Temporalmagiern also nicht vorhanden. Also ist Dann so. überleg dir was anderes, wie du zugreifen kannst. Du bist ja schon in der Zeitlinie. Du siehst auch ohne den Oculus, siehst du, wie Zeit durch ihn hindurchfließt. Du bist in einer Zeitachse. Du musst anders denken. Also ich habe keinen Temporalbann. Ist ja nicht, was man sonst noch gegen Zeitmagie. Also. Überleg dir, wo Dinge gewesen sein können. Plötzlich Oder fällst du kannst du dich nicht in eine Zukunft Chrononauten, in der du ihn schon umgelegt hast? Wieder durch das Schiff. Du schlägst hart auf und landest auf Gras, Steppe. Du bist dir nicht ganz sicher. Es ist hart, eisenhart fast, und du riechst das Meer, diesen Salz, und es riecht nach Blut. Schau mich um, wo ich bin. Du sitzt hinter einer Wand, ein alter Tempel mit Algen verhangen. Du erinnerst dich, dieses Gebäude hast du vor kurzem erst gesehen, dass es rullert. Das ist der alte Tempel. Der alte Tempel von Charybdis, und vor dir siehst du die Taverne. Ich schaue mich panisch um, ob ich irgendwelche Paktiere oder schwer bewaffnete Söldner um mich herum kenne. Du siehst Globoman Gorjak, den Hohepriester, du siehst 2, 3 Homeria-Krieger und du siehst Kiaras Karin, erstochen von Torike von Haplet, der Hauptfrau der Seekrieger. Du siehst Vespertilio Organo, den ersten Bordmagus. Und Perdido Dorkstein vom Endurium-Korb, dem gemeinsamen Bruder von Sarastro. Ich probiere mich auf die Zeitlinie zu konzentrieren, um mich an einen anderen Ort zu denken, zu transferieren. Ich probiere eine Variation eines Transversales, aber in der Zeit sozusagen. Ah, jetzt denkst du richtig. Um mich. Versuchst noch, die Hilferufe von Ahmad Jad al-Bakr Ibn Yasaruddin zu verdrängen und auch die von Adeptus Major Eldan Gorbas, von den anderen Söldnern, die ihr mitgeführt habt, von Kasim Ibn Alam. Du siehst noch kurz den Holzgolem vom Endurium-Korb vor dir aufscheinen und dann würfel dein Transversales. Ja.
ein guter Transversalis. Nicht durch den Ort, sondern durch die Zeit. Du verlässt Rulat und schlägst hart auf Stein auf Kopfsteinpflaster. Alles um dich herum ist warm, es riecht nach Säure, es beißender Gestank. Du erhebst dich kurz, da siehst deinen Kopf und kannst ihm gar nicht trauen, deinen Augen. Plötzlich siehst du ein gewaltiges marschierendes Haus, was sich wohl vor dir in einer Gasse befindet und sich gerade niedersetzt, seinen gewaltigen Kiefer aufsperrt, einen Mund wie eine Tür. Und du siehst, wenn du dich umblickst, den großen Platz mit der Schmiede, wie Leonardo auf dich zukommt. An seiner Hand eine Faust, ein metallenes Werkzeug, eine mechanische Hand. Nicht du. Hier wollte ich nicht hin. Abelmir, was tust du hier? Wir haben uns lang nicht gesehen. Ich bin nicht hier, ich war niemals hier, ich werde niemals hier sein. Ich probiere mich auszuschließen, um mich zu konzentrieren und mich auf das Schiff zurückzudenken. Zurück auf das Schiff. Du fällst wieder durch das Schiffsdeck, klatscht auf und um dich herum ist Holzplanke, Blut und die Rufe von den anderen Abelmirs. Du stehst wieder vor dem jungen Jaranauten und siehst, wie die Zeit durch ihn hindurchfließt. Er holt aus. Ich greife nach der Zeitlinie, die mir im Oculus erscheint, und probiere sie geistig zu zerreißen. Dieses Band, was diesen Jungen mit dem Mittleren und durch den Alten durchfließt, zu zerreißen mit einem geistigen Griff, zu trennen. Würfel einen Angriff. Ist es ein Raufen oder Säbel? Oder wenn du deinen Säbel in der Hand hast, würfel dann einen Säbelangriff. Gelungen. Das Band, was vor dir sich aufspannt, ist nur dünn. Es ist gewoben zwischen ihnen, aber es ist dünn. Du schlägst zu. Alle sind weg. Die Abelmirs, die Aranauten. Nur du bist alleine da. Alleine bist du nicht. Du siehst, wie am Deck des Steuers, da wo der gewaltige Satinaf eben stand, eine Frau, eine Priesterin stehen. Wer bist du? Zeig mal meinen Säbel auf sie. Komm ran. Ich stapfe mal auf sie zu. Du kannst sehen, wie sie wohl eine Sanduhr in ihrer Hand trägt. Ein rotes Cape und darunter eine leichenblasse Maid. Wie die Sanduhr jetzt auf den Kopf dreht und der Sand beginnt zu fließen. Du, gib mir die Uhr. Sie ist mein. Und ich will auf sie zustürmen. Sie tut nichts. Du kannst auf sie zustürmen und stehst vor ihr. Kein Satinaf, keine Jaranauten, keine anderen Abelmirs. Mit alleine auf dem großen Schiff. Gib sie mir, sie ist mein. Nur mir gehört sie. Du kannst die Zeit wieder haben. Die Zeit hat schon immer dir gehört. Aber es wird eine dunkle Zeit. Eine finstere Zeit. Ihr werdet leiden. Du und deine Liebsten, ihr werdet sterben. Noch viel mehr, als ihr euch es vorstellen könnt, wird Leid über euch hineinbrechen. Bietet ihr keinen Kampf. Ich stelle dir eine Wahl. Werden wir siegen am Ende? Werde ich siegen? In dieser Realität? Ich schüttel mit dem Kopf. Nein. Aber ich kann dir eine andere Realität bieten, in der du nicht kämpfen musst. Was muss ich dort tun? Nichts. Leb dein Leben. Es gehört dir. Ich will nicht mehr leben. Ich will gewinnen. Darion Paligan darf nicht siegen. In dieser Realität gibt es keinen Paligan. Es gibt keine Heptarchen. Es hat sie nie gegeben. Das ist nicht mein Leben. Gib mir mein Leben zurück. Lass mich dich überzeugen.
Ich weiche einen halben Schritt zurück. Du weichst zurück und fällst. Du stehst in Betana, an deiner Akademie. Du bist glücklich. 15, 16 Jahre alt. Keine Sorgen, keine Nöte. Zoras Reich ist prosperiert. Die Zeit vergeht. Du wirst älter, schließt die Akademie ab und bekommst Besuch von den Geheimagenten. Abschluss mit Auszeichnung, gute Kontakte deiner Familie in die Regierung und ein Anwerbungsgespräch. Du wirst eingeladen, in die richtigen Villen dieses Mal. Der Herrscher von Warung kommt auf dich zu. Der Pflanzenzüchter. Er ist ein guter Freund von dir. Schon immer gewesen. Du besuchst Perikum, Beilung. Auch die Heptarchien und Borberat hat es nicht gegeben. Ein Jahr des Feuers. Die Zeit vergeht. Du bekommst eine Frau. Kinder. Und noch mehr Kinder. Du steigst auf in der Magiergilde und auch deine Kinder sind magisch begabt. Kein Schrecknis für sie, für dich. Und dann stürzt die Realität zusammen. Du siehst, wie du in Selem stehst und schwarze Fluten dich ertränken. Das leichenblasse Mädchen steht neben dir, während du ertrinkst. Ich biete dir Option A oder B. Das ist alles nicht real. Nur die Wahl. Du musst nichts dafür tun. Ich würde lieber kämpfen, als so ein ruhiges Leben zu wählen. Das ist nicht mein Leben. Das war nie mein Leben. Nie mein Schicksal. Du bist eine Betrügerin. Ich muss kämpfen. Das ist mein Schicksal. Deine Freunde brauchen dich nicht. Sie werden auch ohne oder mit dir sterben. Du lügst. Du hast den Herrn der Zeit betrogen und ich bringe es wieder ins Lot. Du lügst. Ich habe niemanden betrogen. Ich habe nur mein Schicksal erfüllt. Du betrügst mich um mein Schicksal. Das kann und wird nicht sein. Niemals. Dann stirb halt. Sie schleudert die Sanduhr, die sie eben getragen hat, auf den Boden. Sie zerbürst und du wirst aus dem Loch wieder ausgespuckt. Schlägst den Selem auf und wirkst schwarzes Wasser. Ich würde mich dann aber umschauen, nachdem ich den letzten Tropfen schwarzes Wasser ausgewirkt habe. Woltax steht mit einem sorgenvollen Gesicht vor dir. Aber Woltax. Wir... Woltax? Ja. Was für eine Zeit schreiben wir? Nun, wir haben eben, gerade... Das Datum? Eben, was Datum? Ich weiß es nicht. Was hast du zuletzt zu mir gesagt, wo ich euch... Naja, also ich habe dich gefragt, ob ich dich begleiten soll. Ich habe dir noch einmal angeboten. Das war kurz nachdem Zulamin auf dich zugetreten ist. Und dann haben Rafim und ich die Kerzen angezündet. Und Serpentilio hat sich ein wenig darüber geärgert, dass nun der gute... nun war es noch gleich... Ist ja auch egal. Es ist Serpentilio. Du weißt, er ärgert sich immer über irgendwelche Dinge. Ich spring auf und umarme dich, reiß dich hoch und knuddel dich richtig dick. Du bist es wirklich. Du bist es wirklich. Ja, natürlich. Ich schwenk dich so im Kreis noch ein bisschen um mich herum. Abelmir, ganz ruhig, ganz ruhig. Was ist denn los? Du bist es wirklich. Ah, natürlich. Wer auch sonst? Serpentilio. Guck mich um nach Serpentilio. Ihr lebt. Ach, ihr seid immer noch das gleiche nette Stück Menschlein, das ich kenne. Rafim! Jo, ist ja kein Grund, dich so rumzubrüllen, also. Ich spring an dir hoch und umarme dich, weil dir um Hals. Rafim, du lebst! Du bist es wirklich!
Was hast du? Hier, warte, ich lasse viel los und kram mal meinem Sachen nach dem Bild, das du mir gegeben hast von der Bären. Hier, finde ich es ja, wa? Ist das noch da? Das kann auch da sein, ja. Okay. Hier, ich hab's noch. Und tanzt um dich herum und drückt dir dieses Bild in die Hand. Und dann stürme ich auf Sulamin zu und gebe ihr einen dicken, fetten Kuss auf die Lippen. Habe mir. Ihr wirkt, als hättet ihr eine lange Reise hinter euch. Ja, es war unbeschreiblich. Ihr seid alle da. Ronga! Wo ist der verdammte Ronga? Ronga! Er drückt sich dort hinter der Ecke rum. Er hat wohl... Komm her! Ich spring auf ihn zu und drück dich ganz fest. Was? Ach, gut, dass es dich gibt. auch gut, dass es euch gibt. Aber seid ihr jetzt fertig? Jetzt bin ich wieder ich. Alles ist in der richtigen Ordnung. Es gibt keine Spiegelarme mehr, es gibt keine verschiedenen Ebenen. Es gibt sie zwar immer noch, aber es ist wie alles in der richtigen Reihenfolge. Na, nun, lasst uns sterben. Ich schau mal sehr besorgt zu Sulamin rüber. Oh, sicher, dass es ihm gut geht? Mir ging es doch nicht besser. Ich denke, er wird sich bald wieder gefasst haben. Aber mir hat ja schwarzes Wasser ausgespuckt, oder? Jawohl. Dann würde ich da gerne mal einen Odem drauf machen. Lass mir dabei Zeit. Charybdit, aber sehr schwach. Okay. Ja, ich glaube, Abelmir wird schon wieder. Das Brackwasser, das er ausgespuckt hat, ist kaum der Rede wert. Ich habe sie gesehen, Voltax. Wen? Beide. Satinaf und die Herrin der Feuer von Chasnabar. Ich glaube, ich habe sie auch schon gesehen. Sie wollte mich betrügen, dieses Aas. Sie sind vielgesichtig, nicht wahr? Hat sie euch einen Pakt angeboten? Sie ist trügerisch. Nein, sie wollte, dass ich in Frieden sterbe. Könnt ihr euch das vorstellen? In Frieden. Unglaublich. Rabim, das klingt doch fast wie ein Albtraum. Ja, wir sind nicht geschaffen, um in einem Bett zu sterben. Wir sind geboren, um zu sterben. Im schmutzigen Wasser aufgespießt und gehängt. Dafür sind wir da. Ich lasse euch gern wissen, dass ich nichts davon zu tun gedenke. Aber ihr freut euch ja richtig auf den Tod. Ja, ich bin wieder ich. Versteht ihr das nicht? Ja, aber es wäre trotzdem schön, wenn ihr nicht so fixiert auf euer eigenes Ableben wärt. Wir müssen das jetzt nicht breittreten. Ich denke, wir alle wissen, wo die Reise hingeht, aber es macht keinen Sinn, darüber zu sprechen. Das macht einen nur traurig. Nein, das macht einen glücklich. Wir werden sterben. Aber wir werden richtig sterben, wie es sich gehört. Und nicht in irgendwelchen Niederhöllenlanden oder in verschiedenen Zeitebenen, wo wir nicht hingehören. Wir sterben hier und jetzt auf Dira. Vielleicht sollten wir ihn doch bei den neuen Niederlanden. Ich denke, er hat wahrhaft Schreckliches erlebt. Es ist ganz bestimmt dieser Stadt. Wir wurden gewarnt. Also der Mann spricht doch nur die Wahrheit. Ich weiß gar nicht, was ihr erlaubt. Ich hätte da noch etwas Feuerschlick. Ich grill Rafim breit an. Die Wahrheit, Rafim, liegt im Auge des Betrachters. Naja, aber unser grausamer Tod wird ja wohl nicht zu leugnen sein. Es ist nur etwas ungewohnt, dass Abelmir sich derartig darauf freut. Naja, der Mitleidlose wirft vielleicht schon ein Auge auf ihn, das ist hier nicht zu leugnen, aber... Ja, so hört sich das.
Es ist vielleicht die umgreifende Erkenntnis, eine Art Epiphanie, den eigenen Platz im Universum einzuerkennen. Wie gesagt. Boltas, kannst du das in Wörtern sagen, die ich verstehe? Ja, als ich den Feuerschlick gegessen habe, habe ich auch erkannt, wo mein Platz in der Welt ist. Vielleicht ist das mit Abelmir ähnlich. Ah, okay. Wisst ihr, als ich auf dieser Schildkröte geritten bin? Durch die Sphären. Oh. Ja, es war niemand von euch dabei. Ja, aber du hast es schon einige Male erzählt. Du warst ein sehr großer Held. Ja. Ich erinnere mich. Nun, jedenfalls ist es vielleicht mit Abelmir genau das Gleiche. Möglicherweise hat er etwas erkannt und er freut sich, dass er diese Erkenntnis nun hat. Ja, mich aber der Tod. Das ist eine wunderbare Erkenntnis. Und ich glaube, dieser erwartet uns alle. Ja, aber wie man stirbt, ist entscheidend. Naja, ich weiß ja schon, dass ich grauenvoll ertrinken werde. Also, mehr würde ich eigentlich ungern wissen wollen. Wenn die Herren entschuldigen, dass ich an der allgemeinen Selbstmordgefährdung nicht teilnehmen werde. Kapitania, jetzt wo Abelmir das Problem geklärt ist, schlage ich vor, wir kümmern uns wieder um den eigentlichen Grund unserer Anwesenheit hier. Es gibt viel zu tun. Gut, dann sollten wir uns überlegen, ob wir Canicitiana wieder an Bord nehmen oder ob er auf seinem Rechercheauftrag verbleibt. Ich denke, sonst hat ohnehin keiner das Schiff verlassen. Naja, dorthin, wo wir gehen, ist es sicher für ihn? Ich glaube eher nicht. Es ist auf keinen Fall sicher für ihn, solange Abelmir noch an Bord ist. Und ich gehe stark davon aus, dass wir noch einmal zurückkommen werden. Zumindest, wenn wir diese Eisgrotte nutzen wollen. Es ist quer über den Selemgrund und wirklich nicht sehr weit. Also, machen wir das weg. Ich würde diese Eisgrotte schon gerne nutzen. Zunächst einmal sollten wir die Sache mit Meermat geklären. Hoffentlich erfahren wir da auch mehr über dieses Vajat und dann können wir genauere Pläne machen. Gut, dann lasst uns doch einmal unsere Sachen zusammensuchen und aufs Schiff zurückgehen. Das heißt, wir verlassen diese verfluchte Stadt endlich. Wird aber auch Zeit. Ja, dann geht's los. Ganz was zu verlieren. Könnt ihr zurück zu eurem Schiff und die Segel setzen lassen. Ich pfeife ungewöhnlich für Abelmir, pfeife ich ein mir eigentlich unbekanntes Lied aus meiner Kindheit, irgendwie, an den ich mich irgendwas irgendeinem Grund erinnere und den ganzen Weg zurück zum Schiff halt irgendwie. Falls eine Melodie, die ich aus meiner Kindheit kenne. Zur Beruhigung von absolut niemandem. Wenn wir auf dem Schiff sind, schaue ich nach meiner Sanduhr. Die Sanduhr liegt noch immer dort, wo du sie zurückgelassen hast. Sie wartet immer noch auf dich. Okay, gut. Dann bin ich beruhigt fürs Erste.